Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein Video mit kleinen Tinkerbell. Und zwar haben wir was ganz, ganz Tolles zum Testen zugeschickt bekommen. Dabei handelt es sich um die Furbo Hundekamera. Das ist eine Kamera, darüber kann man den Hund zum einen natürlich sehen. Man kann mit dem Hund sprechen und man kann den Hund mit Leckerlis belohnen. Also wirklich ein extrem cooles Gadget und ich bin so gespannt. Also wir haben es noch nicht ausgepackt oder sonst was. Das machen wir jetzt gleich alles zusammen in diesem Video. Und die Kamera hat sogar eine Nachtsichtfunktion. Das heißt, wenn es dunkel ist, seht ihr was. Und wenn der Hund bellt, bekommt man sogar eine Nachricht auf sein Handy und kann nachschauen, ja, was denn los ist. Wir hoffen natürlich, ihr habt Bock auf das Video und ich würde sagen, let's go! Dieses tolle Paket hat uns erreicht. Zum einen ist hier die Furbo Hundekamera drin, die werden wir natürlich gleich auspacken. Und noch Leckerlis für Tinkerbell. Arthur packt das Ganze jetzt mal für euch aus. So sieht die Verpackung aus. Hier ist nochmal alles erklärt. Wie gesagt, man kann mit dem Hund kommunizieren, finde ich wirklich richtig cool. Live-HD-Video-Streaming, HD-Video-Übertragung in Echtzeit, interaktives Austeilen von Leckerlis, Zwei-Wege-Audio, Nachtsicht, Bellalarm, Foto- und Videofunktion hat das Ganze auch noch. So, und hier stehen dann nochmal die technischen Daten drauf. Wir machen uns jetzt mal ans Auspacken, würde ich sagen. Ich bin echt schon gespannt. Tinkerbell guckt auch schon. Im Lieferumfang enthalten ist natürlich die Kamera und dazu das passende Kabel, weil das Ganze wird nicht mit Batterie oder so betrieben, sondern über so ein Kabel hier. Schaut mal. Eine Kurzanleitung liegt auch dabei. Hier wird eben erklärt, wie man das Ganze aufbaut. Wählen Sie eine Stelle mit starkem Wi-Fi-Signal und schließen Sie Furbo an. Warten Sie, bis die Statusanzeige grün leuchtet. Dies kann bis zu einer Minute dauern. Und dann laden Sie die Furbo-App herunter. Folgen Sie den Installationsanweisungen. Okay. Willst du uns helfen? Ja, ich glaube schon. Dann kann es auch schon losgehen, ne? Den Stecker noch? Erstmal platzieren an einer guten Stelle. So, dass man vielleicht auch den Flur sehen kann. Das wäre gut. Jetzt müssen wir uns nur noch die Furbo-Hundekamera-App runterladen. So, dann gehen wir mal auf Öffnen. Neuer Furbo-Nutzer sind wir. Okay, ich muss mich erstmal anmelden. Guck mal, die sind für dich. Hier steht dein Name. Jetzt müssen wir natürlich die Leckerlis einfüllen und übrigens dichtet der Deckel ab. Das heißt, die Leckerlis trocknen euch nicht aus. Ihr könnt den Furbo mit bis zu 100 Leckerlis befüllen. Also da passt echt eine Menge rein. Wir machen jetzt nicht so viele rein, so ein bisschen. Ich würde sagen, das langt mal für den Anfang. Und Deckel wieder drauf. So, hier auf der Handy-App steht mit dem Finger wischen, um Leckerli zu werfen. So, dann mache ich jetzt mal so. Tinky ist hier fleißig am Einschnabulieren. Aber das ist ja nur eine der Funktionen, die wir hier nutzen können. Was auf jeden Fall richtig cool ist, ist die Mikrofonfunktion und die Videofunktion. Das heißt, ihr könnt die ganze Zeit in Kontakt mit eurem Hund bleiben, ob ihr zu Hause seid oder nicht. Also ihr könnt den Hund quasi überwachen, was er so tut. Ihr könnt einfach mal zwischendurch reinschauen, was macht mein Hund. Und jetzt möchte ich euch nochmal ganz kurz zeigen, was ich jetzt quasi auf dem Handy sehe. Also was sie gerade macht quasi. Ich kann jetzt ganz genau sehen, was Tinkerbell macht. Ob sie eben rumläuft, ob sie schläft, was auch immer. Und das Tolle ist, ihr habt hier oben eine Datumsanzeige und sogar die Uhrzeit. Ihr könnt alles in Live-Aufnahme sehen, was gerade passiert, was der Hund macht und könnt immer mal wieder reinschauen. Also ganz, ganz toll, wirklich. Ich bin echt begeistert. Was ich euch unbedingt noch zeigen will, man kann hier ein Profil für seinen Hund anlegen. Das werde ich jetzt mal ganz schnell machen. Für Tinky? Hast Bock drauf? Ja, ja, gell? Ich habe gerade Tinkys Profil angelegt, sogar mit Bild. Dann steht hier Tinkerbell, Chihuahua, 2 Jahre alt. Und hier habt ihr eben die Informationen zu eurem Hund. Wir testen gerade die Nachtsichtfunktion und schaut mal, das funktioniert richtig, richtig gut. Also man hat ein super Bild, man kann alles erkennen. Also das finde ich echt super. Ihr könnt den Hund immer beobachten, egal ob Tag oder Nacht. Übrigens wechselt der Furbo von alleine die verschiedenen Modusse. Wenn wir jetzt das Licht ausmachen, dann wechselt er ganz automatisch in den Nachtmodus. Das heißt, wenn es dunkel wird, dann geht der Furbo in den Nachtmodus. Und wenn es hell wird, dann geht der Furbo wieder in den normalen Modus zurück. So, wir sind gerade draußen und haben die Wohnung verlassen. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert, wenn wir unterwegs sind. Es ist ja quasi so, als wären wir jetzt unterwegs. Weißt was ich, ihr seid auf dem Weg zur Arbeit oder seid einkaufen oder sonst wie. Und wollt eben gucken, was euer Hund macht. So, und jetzt werden wir mal reinschauen, was Klein Tinky tut. So, wir starten jetzt die App. Und der zeigt euch immer so das letzte Bild. Und jetzt müsst ihr draufklicken und so bekommt ihr den Livestream.
Der Fobo zeigt uns gerade den Livestream zu Tinkerbell und sie liegt hier auf der Decke. Ihr könnt sogar zoomen, also ihr habt eine Zoom-Funktion und könnt dann genau schauen, was euer Hund macht. So, und jetzt machen wir mal noch das Mikrofon an. Tinkerbell. Sie schaut auf jeden Fall, sie hört mich. So, Tinky, Leckerli. So, und dann werft ihr das Leckerli. So, und jetzt sind die Leckerlis rausgeflogen und so könnt ihr euren Hund immer belohnen. Die App funktioniert wirklich super und einwandfrei, wenn ihr unterwegs seid. Also ich bin mehr als begeistert, wirklich. Ich finde das so cool. Der Fobo kostet aktuell 259 Euro und ist auf Amazon erhältlich. Die Abmessungen sind 15 x 12 x 22,5 cm. Und er hat ein Gewicht von 950 Gramm und alles andere werde ich euch hier nochmal einblenden, dass ihr halt die komplette Beschreibung habt. Jetzt gibt es noch ein kleines Fazit von uns. Wir haben den Fobo jetzt locker eine Stunde oder so ausgetestet, ne? Genau, bis wir alle Funktionen getestet haben und dann waren wir noch draußen, um zu gucken, wie funktioniert das Ganze. Also ich muss sagen, wir sind wirklich extrem begeistert. Also ein ganz, ganz, ganz tolles Gerät auf jeden Fall. Ihr könnt einfach jederzeit schauen, was macht mein Hund. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Hundebesitzer besorgt sind, besonders wenn sie einen Welpen haben und einfach nicht wissen, was macht der Hund, uns unbedingt wissen möchten. Aber man kann natürlich nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben, weil man eben arbeiten muss. Und generell muss der Hund ja natürlich auch mal alleine bleiben und er muss es auch lernen. Ihr könnt euch jederzeit mit dem Fobo verbinden und bekommt ja dann wirklich eine Live-Aufnahme von dem Moment gerade mit Uhrzeitanzeige und allem drum und dran und seht, was der Hund gerade in diesem Moment macht. Also wirklich richtig cool, dann könnt ihr den Hund auch noch belohnen, könnt mit dem Hund reden und dann hat man ja auch noch die Nachtsicht-Funktion, das heißt, wenn es dann dunkel ist draußen, könnt ihr trotzdem weiterhin euren Hund beobachten. Meine Lieben, das war's auch schon, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat zuzusehen. Findet nochmal alle Informationen in der Beschreibung. Habt einen wunderschönen Tag, wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und ich würde sagen, bis ganz bald. Ciao! Ciao.